Seit meine Mutter weg ist, fühle ich mich furchtbar einsam. Ich habe Angst, das Baby in Äthiopien zu bekommen, ohne meine Familie und meine Freunde. Die Vorstellung, für immer hier zu bleiben, überfordert mich. Sag schon. Wir sind gestern nicht wirklich gut klargekommen. Es war unser erster Abend ohne meine Mom. Ich dachte, ich würde mich mehr freuen. Du bist unglücklich. Ich weiß es nicht. Ich bin erst seit einem Tag mit dir allein. Wie soll ich das erklären? Ich stehe so unter Druck, hierbleiben zu müssen, selbst wenn es mit uns nicht läuft. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich gehe? Du kannst nicht gehen. Doch. Warum denn? Ich sage nicht, dass ich gehe, nur falls. Du musst dich ein bisschen an Äthiopien gewöhnen. Der einzige Grund, das Baby hier zu bekommen, bist du. Aber wenn wir uns nicht verstehen, ein paar Wochen darf ich noch fliegen. Ich könnte also gehen. Ihr habt sehr gute Krankenhäuser. Das weiß ich. Und deine Familie ist in Amerika. Dort geht es dir gut. Danke, dass du hergekommen bist, um mit mir ein neues Leben anzufangen. Ich will dich nicht verlieren. Ich habe das schon mal erlebt. Ich will nicht noch mal meine Familie verlieren. Wir sind endlich miteinander allein. Ich bin traurig, dass sie überlegt, nach Amerika zurückzugehen. Das ist meine größte Angst. Ich sage ja nicht, dass ich es mache. Aber was sollen wir tun, wenn es mit uns nicht klappt? Es klappt. Nichts funktioniert einfach nur, weil man sagt, das läuft. Du bleibst. Doch, wir haben es noch nicht mal probiert. Deine Mutter ist erst einen Tag weg. Ich brauche einen Plan B. Ich stehe voll unter Druck. Ich will ihm nicht das Herz brechen. Seine Eltern sind gestorben, als er ein Kind war. Und seine Ex-Frau hat ihn mit ihrem gemeinsamen Sohn verlassen. Er sieht ihn nie. Ich weiß nicht, was er tun würde, wenn ich ihn verlasse. Vor allem mit dem Kind. Dir ist doch klar, dass ich total von dir abhängig bin. Ich habe hier keine Freunde, nichts, nur dich. Es muss gut mit uns laufen, damit ich gerne bleiben will. Und du verstehst mich nicht besonders gut. Warum bist du hier? Jetzt, weil ich dich liebe. Aber in Äthiopien leben ist nicht einfach. Ohne Grund bleibe ich nicht. Ich bin der Grund. Und das Baby. Unsere Familie. Dafür bist du hier. Wir stehen noch ganz am Anfang. Wir kriegen das hin. Ich liebe Binyam und möchte eine Beziehung mit ihm. Aber ich habe nur noch ein paar Wochen, bevor ich nicht mehr reisen darf. Also muss ich bald entscheiden, ob ich dauerhaft in Äthiopien bleiben will. I love you. Okay. I love you too. Binyam möchte, dass wir in die Wohnung von seinem Cousin ziehen. Die ist aber noch eine Baustelle und wird niemals rechtzeitig fertig. Ich habe ihn überredet, noch andere mit mir zu besichtigen. Vorsicht.
Ich hoffe, dass mich eine bessere Bleibe eher von Äthiopien überzeugt. Sie ist groß. Stimmt. Sie gefällt mir. Viel Platz. Heißes Wasser. Okay. Die finde ich super. I like it. Wie hoch ist die Miete? 45.000 im Monat. Gutes WLAN? Selbstverständlich. Sie gefällt mir. Wir hätten hier richtig viel Platz. Aber sie ist sehr teuer. Ich habe mehrere Jobs. Ich bin Choreograf für Tanzvideos, Personal Trainer, Zirkusartist und tanze im Nachtclub. Damit verdiene ich gut 25.000 Birr. Die Wohnung von meinem Cousin kostet nur 6.000. Das Problem ist, dass da nichts funktioniert. Wir können aber nicht mehr warten. Wir brauchen sie jetzt. Vielleicht hast du recht. Wenn du es anders siehst, sag es. Okay, wir bringen die Wohnung in Ordnung. Nein, das dauert doch eine beschissene Ewigkeit. Falsch. In einer Woche ist sie fertig. Du wusstest, wann ich komme. Wenn dir Geld zum Renovieren fehlte, hättest du mich darum bitten können. Du hast es verkackt. Ich hatte viel zu tun. Ich denke, es dauert nur eine Woche. Du hättest frei nehmen können zum Reparieren. Sie hat keine Geduld. Ich kann in einer Woche fertig sein. Aber sie will nicht. Egal, was ich mache, es ist verkehrt. Du magst die andere. Darum geht's nicht. Ich kann nicht ohne Bad und Küche leben. Hör zu! Wir schaffen das in einer Woche, mit allem, was du willst. Das klappt nie. Hast du Ahnung? Nein, Logik. Es gibt keinen Bodenbelag, keinen Herd. Du bist scheiß happy über das Baby, aber wie versorgen wir es? Weiß nicht. Du stresst mich. Ich dich? Ja. Überleg mal, wie es mir geht. Ich komme her und habe keine Wohnung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe Angst wegen des Babys. Meine Mutter ist weg. Ich habe Stress, nicht du. Hältst du es noch eine Woche aus? Nein, ich warte nicht auf die Scheißwohnung. Oh mein Gott.